Unsere Zuschauer wollen wissen heute, was Fang? Gibt's? Was ist das? Rattenfang? Ja. Nächste Frage. Wann gehen wir heute zu Bett? Spät. Ja. Rasieren noch? Aus. Schnitt. Ja, Rummi, fang Fischi. Ja, zieh sie an Land. Hoch mit die. Hoch, hoch, hoch. Scheiße! Abgerissen. Oh, Scheiße, drei Stück waren das. Ja. Guckt euch den kleinen Fischlein an, den hat rum. Der ist ein Fliegenfisch. Das ist ein Lüpfisch. Lüpfisch. Und da ist die Fängerin. Guckt euch diese Person an. Tierkühler. Guck mal, hat der vor Angst gekeckert? Guck mal, der hat unten so eine. Ich hab vor Angst. Na, warte mal, wenn wir dir das. Deswegen hat er dich voll geschissen. Thomas, guck dir mal deine Jacke an. Ja, der hat mich voll gekackt. So, nun komm, lass ihn wieder frei. Ja, machen wir ja. Guckt euch mal diese Zähnchen an. Das ist nicht blau am See. Na, Herr Gottschalk, was haben wir denn da gefangen? Ein Riesen! Was ist das? Ein Schellfisch. Ein Schellfisch? Ja. Und, bist du zufrieden? Ja, der wird normalerweise 90 cm groß. Normalerweise, aber du angelst ja hier Kinder. Du weißt, dass das verboten ist, ja? Ja, aber der passt in der Pfanne. Ja? Der passt in der Pfanne, ja. Na gut, okay. Gut, den lassen wir noch. Schlagen den erstmal tot. Ja. Und dann fangen wir noch mehr. Gut, okay. Aber nur ich. Gut. So, heute ist Montag. Wellengang, wie man sieht. Naja. Doch ein bisschen heftig. Ja, keine Welle vorhanden. Ein Regenschauer jagt den anderen. So, Herr Gottschalk. Und was sagen Sie heute zu dem Angeltag? Also mein Tag war zufrieden. Dein Tag war zufrieden oder du warst zufrieden? Ja, mein Tag war zufrieden. Drei Makrelen, ein Schellfisch, drei Lüpfische. Ja, und Regen. Und Regen, genau. Tja. Eigentlich wünschen wir uns große Fische, aber zur Zeit sind wir auch mit kleinen zufrieden. Ja. Danke für das Interview. Viel Spaß noch. Na, Herr Gottschalk. So, jetzt fängt es bei dir an. Was machst denn du da an meiner Angel? Sonderangebot dran. Das ist nicht so teuer. Den kannst du wieder versenken. Und überall hängen lassen. So, dann mal schauen, wie wir die Montage gut montieren. So, heute ist Dienstag. Windig, stürmisch, der Wind dreht ständig seine Richtung. Wir wissen gar nicht, wie wir irgendwie hier angeln sollen. Hänger ohne Ende. Ich vernichte eine Schnur nach der anderen. Und Thomas muss ständig alles neu machen. Ja. Aber der will ja hier bleiben. Der will einfach nicht in die warme, schöne Stube. Dabei habe ich heute schon einen großen Fisch gefangen. Eigentlich ist unser Soll für heute erfüllt. Aber wirklich. Der Soll der ganze Woche. Einen großen Fisch. 30 cm. Nennt sich Schellfisch. Guck doch mal in die Kamera. Ach. Warum soll ich in die Kamera schauen? Weil du so schön. Weil ich so schön bin. Dann mache ich mir ein Schlitzensfüßlein, finde das wunderbar. Wir kriechen das jetzt so auseinander. Ach, nee. Also nicht, dass Sie denken, ich bin betrunken, aber hier ist es so stürmisch auf der See, deswegen wackelt die Kamera so. Quatsch, Scheiße. Schnitt. Hier sehen Sie unser Ergebnis vom Dienstag. Und das nach 3 Stunden harter Arbeit. Der nächste Regenschauer droht schon wieder. Stürmisch. Windstärke 5 bis 8.
Und Thomas ist nicht davon abzubringen. Nein, wir müssen weiter angeln, angeln, angeln. Und er versucht gerade mal wieder etwas hier auseinander zu kriegen. Aber die Auflösung haben wir gleich. Ich hab Nasentrüpper. Wenn man sie sonst nicht überziehen. Schiff voraus. Hart an Steuerboot. Hart an voraus oder Steuerboot? Oh, es ist so stürmisch. Ich kann die Kamera kaum noch halten. Entschuldigung bitte für die katastrophalen Bilder. Wenn es in Norwegen regnet, kann es sehr kräftig regnen. Wassermenge von 20 bis 30 Liter pro Tag stehen hier in einer Tagesordnung. Also das heißt im Boot schöpfen oder eben rausfahren, das Boot leerfahren. Weil Thomas alles schmutzig macht. Romy macht wie immer alles sauber, denn es ist heute unser Abreisetag. Wir haben zur Zeit noch sehr schönes Wetter gehabt und es war natürlich noch wunderschön gewesen. Aber wo wir dann in Stavanger abends ankamen, um dort nach Hause zu fahren, habe ich dann nur noch in der Kabine gesessen und von dort aus diese Wellen gefilmt. 2 Meter Höhe. Diese Aufnahme ist vom Haus aus. Man konnte bei diesem Wetter ja kaum rausgehen. Aber Wassermengen von 20 bis 30 Liter am Tag ist bei diesem Regen völlig normal in Norwegen.